Herr Ramseyer, auf der Bike Expo stellen Sie was ganz Neuartiges vor. Können Sie uns mal diese Mütze oder Kappe oder wie sagt man denn da genau dazu? Also wir sprechen eigentlich immer von einer Mütze, einer Schutzmütze. Das nennt sich Rib Cap. Also Rib Cap ist eigentlich der Name dieser Sache. Es ist eine Mütze, weil es aus Wolle hergestellt wird und Acryl. Und eingearbeitet sind Protektoren. Also es ist irgendwo eine Alternative zum Helm. Wir sagen aber auch immer klar, dass es nicht eben ein Helm ist mit einer harten Schale. Das ist ganz wichtig, sondern wir verfolgen eine andere Technologie. Soft Protection nennt sich das bei uns. Also weicher Schutz. Zum Schutzeffekt kann man so viel sagen. Wir haben von der BFU, das ist so eine, wie die TÜV in Deutschland, haben wir eine Nummer gekriegt. Also wir entsprechen diesen Sicherheitsvorkehrungen da. Haben auch in Straßburg jetzt eine große Untersuchung gemacht, letztes Jahr. Und da attestiert man uns einen hervorragenden Schutzeffekt. Im Bereich von Kopftraumata, also inneren Verletzungen, sind wir eigentlich sehr nah am Helm schon bereits heute. Das sagen nicht wir, sondern das sagt die Wissenschaft heute. Sie wollen also eine Lücke schließen zwischen Nicht-Helm tragen und Helm tragen. Genau. Das war eigentlich auch die Idee. Ich habe, als das aufkam, dieses Helmtragen, habe ich eigentlich nie recht begriffen, warum dass es nur diesen Helm gibt und nichts. Und ich habe immer gedacht, es muss doch für all die Leute und all die Bedürfnisse muss es doch ein Zwischenprodukt geben. Es muss irgendwo möglich sein, diese Lücke zu schließen. Sei es aus was für Gründen auch immer. Es kann ästhetische Gründe sein, es gibt aber auch Sportarten wie zum Beispiel Schlittschuhlaufen, wo einfach der Helm nicht genutzt wird, weil es einfach nicht in die Sportart passt. Und da schließen wir sicher eine Lücke. Oder jetzt im Rad, darum bin ich hier an dieser Messe, Rennfahrer oder Mountainbiker, die wollen den Helm. Aber es gibt ganz viele Leute, die bewegen sich in der Stadt, die gehen einkaufen, die fahren von zu Hause in die Uni oder der Businessman. Viertelstunde, 10 Minuten, wenn es kalt wird, ziehen sie die Mütze an. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, einfach eine Mütze anzuziehen, die wärmt und gleichzeitig einen wirklich hervorragenden Schutz bietet. Sie sind der Erfinder dieser Mütze. Wie lange haben Sie denn daran getüftelt? Also ganz früh angefangen, an einem Skilehrer-Wiederholungskurs, weil ich war Skilehrer. Da kam die Idee eigentlich, weil ich war nie so Freund vom Helm. Dann habe ich es 3-4 Jahre mit mir herumgetragen und dann hatte ich selber mal einen Unfall, dann habe ich da weitergearbeitet. Das ging sicher 3-4 Jahre so, bis ich dann den ersten Prototyp wirklich mal hergestellt habe. Und dann ging es dann relativ rasch, oder ein Jahr noch, bis ich dann den Markteintritt zum ersten Mal auf dem Markt war. Das war 2006. Seit wann gibt es denn dieses Produkt in der Schweiz? Eben 2006 war das dann zum ersten Mal auf dem Markt. Und dann hatten wir aber immer ein bisschen noch Kinderkrankheiten, weil ich es mir natürlich, ich war vorher 20 Jahre Fotograf, es war für mich so eine Idee und das hat mich dann irgendwie reingezogen da, immer tiefer. Aber mit der Zeit hat man natürlich auch gemerkt, wie komplex das Ganze ist. Also ich habe mir das, man hat sich zuerst vorgestellt, ja, man macht ein gutes Material, verarbeitet man in eine Mütze. Dann kam aber plötzlich, dass man gemerkt hat, ja, wie macht man jetzt das, dass die Passform wirklich gut sitzt. Das braucht eine gewisse Zeit von Innovation und Weiterentwicklung. Und letztes Jahr dann hatten wir so einen Relaunch gemacht. Und jetzt, seit da, haben wir wirklich das Produkt da, wo wir wirklich wissen, da ist es, das ist jetzt wirklich gut. Jetzt kann man es noch mögen oder nicht mögen. Aber das Produkt an und für sich, finde ich, oder sagen wir, ist in sich geschlossen. Es stimmt in den Größen, es stimmt in den Passformen. Man kann den Bänder zumachen, man kann ihn nicht zumachen. Also da stimmt sicher jetzt für mich sehr viel. Aber das war eigentlich letztes Jahr, dieser Relaunch war sehr wichtig jetzt für uns. Also ich muss ja sagen, mir gefällt diese Mütze sehr, sehr gut und sie passt auch wunderbar und sie lässt sich auch wunderbar tragen. Welche Stoffe kommen denn zum Einsatz bei dieser Mütze? Ich lege jetzt auch eine an. Also das ist mal so ein Protector, sieht man da. Das sind viskoelastisches Material. Das ist bekannt auch aus der Motorradbekleidung seit langem. Wir hatten einfach da mit Temperaturen noch ein bisschen das Problem, weil wir ja in kalten Temperaturen die Mütze brauchen.
viskoelastische Stoffe waren so bis anhin, dass sie bei kalten Temperaturen sich verhärten. Also haben wir über die ETH, über ein Projekt, sind wir an diesen Schaumstoff, an dieses viskoelastische Foam herangekommen, wo eben flexibel bleibt, haben das jetzt laminiert mit der schwarzen Seite. Die wird dann ein bisschen hart. Und das gibt so einen schönen Zusatzeffekt, dass man eigentlich dann in der Kälte so ein bisschen ein Schalengefühl bekommt. Das ist so eigentlich die Idee. Das heißt, ich kann es sowohl im Sommer als auch im Winter tragen? Nee, ich würde schon sagen, es ist ein Winterprodukt. Heute sind wir ein Winterprodukt. Also ich würde sagen, so September bis März, April, außer wie es heute ist es kalt, heute könnte man es tragen, aber so im Hochsommer, Juni, Juli, August, würde ich sagen, ist mir das zu warm eigentlich. Kann man dieses Produkt auch inzwischen in Deutschland erwerben? Und wenn ja, wo? Also wir haben jetzt Verkaufsstellen in Deutschland. Berlin gibt es 3, 4, 5 mittlerweile, glaube ich. In München gibt es schöne Verkaufsstellen, wie zum Beispiel Stielrad. Das ist ein schöner Bike-Shop, aber auch es gibt verschiedene Orte. Da kann man auf unsere Webseite gehen, Deutschland anklicken, dann sieht man, wo es das kommen immer mehr dazu, jetzt auch an dieser Messe. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, online bei uns direkt zu bestellen. Wie ist denn die Resonanz bei Ihnen in der Schweiz? Also, wie gesagt, dieser Relaunch hat sehr viel gebracht. Jetzt nehmen es uns die Leute wirklich auch ab. Vorher hatten wir immer noch so ein bisschen, wie gesagt, Kinderkrankheiten. Das war schwierig, weil immer Fragen kamen. Es kamen immer Fragen und wir konnten die nicht wirklich adäquat beantworten. Heute können wir das. Wir wissen, was Ribcap kann. Wir haben das Produkt fertig, die Passform stimmt. Und jetzt erleben wir wirklich so einen ersten Frühling oder zweiten Frühling. Jetzt wird die Leute akzeptieren, die Akzeptanz steigt wirklich von Monat zu Monat. Gibt es diese Mütze nur für Erwachsene oder können die auch mittlerweile schon von Kindern bezogen werden? Es gibt eine Kinderkollektion. Also wir haben eigentlich 5 Größen, 3 erwachsene Größen und 2 Kinder. Also ab einjährig kann man die tragen. Schon ab einjährig ist das möglich. Also die Zielgruppe, wir haben so für uns so ein bisschen so Ribcap-Welten also definiert. Da gibt es sicher diese urbane Welt, eben, die wird immer wichtiger für uns, sprich Fahrradfahren, sprich diesen urbanen Fahrradfahren. Dann gibt es zum Beispiel, dem sagen wir eher, im Gleitschirmbereich, Paragliding, ist im Moment das X-Alps am Laufen von Red Bull, das ist so ein Wahnsinns-Event. Führen tut der Maurer Christian aus der Schweiz, habe ich gerade mitbekommen, verfolge das da schon, der fährt nur mit Ribcap. Also wenn er nicht gerade für Red Bull, der fährt jetzt seit 3 Jahren, der schwört auf Ribcap, das ist für uns ganz wichtig. Dann haben wir Schlittschuhläufer, die das sehr gut mögen, da haben wir in Holland einen großen Markt, einen wachsenden Markt, sagen wir mal so. Reiter ab und zu, im Reit gibt es auch einige. Es sind einfach alle, glaube ich, Leute dann unter dem Strich, die Freude haben an ein bisschen Design, die auch ein bisschen den Mut haben, etwas auf den Kopf zu nehmen, das ein bisschen anders ist. Oder auch Freude daran haben. Also viele Designbezogene, ein bisschen, ja, nicht so, ich glaube, so die müssen das ein bisschen mögen. Es ist ein bisschen so. Also es ist halt, man muss überzeugt sein, dass man das haben will, auch ein bisschen. Das heißt also, diese Mützen sind nicht nur für den Radsport oder für das Fahrradfahren gedacht, sondern eben, wie Sie gerade erwähnt haben, auch für andere Sportarten. Auf jeden Fall. Also ich komme ja sehr stark vom Skisport her. Ich war Skilehrer und habe das da entwickelt. Und heute ist im Skisport, hat sich halt der Helm bei uns in Mitteleuropa sehr stark durchgesetzt. Ich trage es immer zum Skilaufen. Ich mag das lieber als der Helm. Ich für mich. Aber ich bin ja nicht unbedingt gefragt. Und dann gibt es noch diese Tourenfahrer. Da entwickelt sich auch ein Feld, weil der Tourenfahrer, für den ist der Helm doch eher einfach zu starr. Und der mag dann einfach dieses Ding, dass man das eben auch abziehen kann, in den Rucksack stecken kann. Es ist klein, es ist leicht. Der findet jetzt auch gefallen. Da haben wir gute Kunden auch da. Herr Ramseyer, Ribcap, eine außergewöhnliche Mütze, die mir sehr gut gefällt. Wie sind Sie denn auf den Namen gekommen? Alleine im Auto, auf der Autobahn zwischen Zürich und Bern, ganz am Anfang, völlig nur noch Ribcap im Kopf. Und dann hatte ich so, die erste Idee war eigentlich von diesem alten, wir haben ihn sagen in der Schweiz, Würstli-Helm. Das war dieser alte Fahrradhelm. Auch beim Skifahren gab es das ja, so Squaw Valley 1964 gab es diesen Schutz, wo so
Und so sah auch die erste Mütze aus, die hieß Marley. Und dann habe ich so diese Rippengeschichte und dann plötzlich irgendwo, Kilometer 50 irgendwo, Rip und dann Rip Cap. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein geiler Name, Rip Cap muss es heißen. Und das ist dann eigentlich nie in Frage gestellt worden. Das war irgendwie, und ich finde es noch heute eigentlich einen guten Namen für unser Produkt. Der Name dann auch in der Schweiz patentiert? Ist patentiert natürlich, die Marke ist hinterlegt und weltweit. Ich sehe bei Ihren Mützen gibt es ja nicht nur grau-schwarz, Sie haben ja verschiedene Farben. Haben Sie schon feststellen können, welche Farben so bevorzugt werden? Ja, also es ist natürlich immer wieder, schlussendlich ist das Anthrazit, das Sie anhaben, grau, weil es doch einfach eine gewisse Investition auch ist. Ich sehe das auch ein bisschen so. Es ist ja nicht eine Mütze, die man für 10 Euro kauft und wo man eher noch mal sagt, jetzt nehme ich mal eine gelbe, sondern man kauft die eben für 86 Euro und dann überlegt man sich natürlich eher ein bisschen, ja, ich nehme mal eine, die dann auch zu verschiedenen Kleidern passt und die ein bisschen nicht so, die nicht so verleidig ist vielleicht auch. Also sicher sind es diese Basic-Farben, diese eher erdigen Farben, die man gerne hat. Und dann gibt es einfach ein bisschen die jungen, frechen oder wie, die wollen dann irgendwie gelb oder hellblau oder grün. Also für mich ist wichtig, dass das da beides möglich ist, aber die gut verkauft werden natürlich immer wieder diese braun-schwarz-grautöne. Die Käufer, sind es mehr weibliche oder mehr männliche Käufer? Schwierig zu sagen. Ich glaube, das hält sich so die Stange. Ich glaube, das ist so, kann das gar nicht so sagen. Ich glaube, so 50-50. Schwierig zu sagen. Da haben wir keine Rückmeldungen. Ich denke 50-50 etwa. Sie haben gesagt, 86 Euro ist das in Deutschland erhältlich für alle Kollektionen, auch für die Kinderkollektionen? Nein, das geht dann. Also wir haben dann drei Modelle. Es gibt dann dieses Modell, das kann ich vielleicht schnell zeigen. Das ist eigentlich immer von der Basis ausgegangen. Die nennen wir Palmer. Bei uns sind übrigens die Namen der Modelle, die sind immer Musiker, also wir haben die Jackson, die Palmer, dann haben wir die Björk und dann haben wir so. Also die hat dann irgendwie, wenn es dann richtig kalt wird, macht man dann so und dann hat man hier noch den Schutz. Die ist dann 92 Euro und dann gibt es die da, ich kann das ja schnell zeigen, die ist so ein bisschen, die hat dann so ein bisschen diesen Matrosenlook, kann man das noch abnehmen, dann hat man wirklich das Gefühl, es sei eine normale Kappe, kann man übrigens immer abnehmen. Die heißt Dylan und die ist 79 Euro und die Kinder sind dann 69 oder so, oder 65. Herr Hauswirt von der Firma Ripcap, jetzt wollen wir doch einmal testen, was diese Mütze denn eigentlich aushält und verträgt. Können wir da mal einen kleinen Test machen? Selbstverständlich können wir das, ich zeige Ihnen gerne und Sie werden staunen, wie die Mütze wirklich schützt. Dazu haben wir jetzt einen kleinen Hammer mitgenommen. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Sie sehen, Test bestanden. Kopf noch ganz, kein Problem, mir geht's sehr gut. Keine Kopfschmerzen und habe sich heute schon 4-5 Mal gemacht. Also Sie sehen, der Helm, der schützt, oder die Mütze, in dem Fall besser gesagt, die schützt wirklich und hält auch einen starken Hammerschlag aus. Was ich noch loswerden will, rip cap your head. Just rip cap your head.